Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni mit mir, Dragonios. Und, wir sind hier im Schloss stehen geblieben. Bei mir ist es jetzt schon echt eine Weile her, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, in der letzten Folge haben wir diesen riesigen Panzer besiegt. Und jetzt müssen wir irgendwo entlang laufen, wo ich nicht weiß, wo. Ich gehe erst rechts. Rechts ist immer gut. Okay, das hört sich irgendwie falsch an. Egal! So, wo führt uns dieser... Dieser Gang führt uns in eine Cutscene.私はなぜこんなにも醜いのだ。ああ。誰か来る。急がなきゃ。誰だ。ああ、あなたは皇帝。いかにも。私は防具帝国皇帝ブヒーデンだ。お前たちは何者だ。何しにここへ来たのだ。 どうしよう。やばい。見るな。見るな、見るな。見るんじゃない。出て行け。出て行くんだ、早く行け。皇帝陛下が賢者様？そういうことだ。お前たちは何者だ？僕たちは怪しいものではありません。お願いがあってきました。 お願い？そうか。お前たちは私の秘密を知って脅迫しようというんだな。違います。僕たちはあなたの賢者様の力を借りたいんです。え？賢者？この私が？あなたはかつてニノ国の魔法世界を治めた賢者様の一人なのですよね。残念だったね。賢者は私の父だよ。 父は15年も前に死んだ。その力をあなたは引き継いだはずだ。私が賢者の力を。なあ、そういうことにしておいただけさ。私には才能がないんだ。賢者なんていう大役を務められる器じゃない。私にはもう魔法なんて使えないよ。え、そんな。そろそろ帰ってくれないか。 ここは君たちの来るところじゃない。もうさ、帰ってくれ。帰れ。一体どないしたんや。なんか様子が変やん。もしかして。間違いなく抜け殻みたいな。一体何をなくしてるの？皇帝陛下がなくすんのは信じるという心やな。信じる？ああ、せや。自分の姿を美しいと言うてくれる周りを信じられへんようになって、自分にも自信をなくしてしもうと。つまり、 あらゆるものを信じる心をなくしとるっちゅうわけや。あれで皇帝とは笑わせる。皇帝なら皇帝らしくどっしり構えてほしいもんだな。じゃあ行こう。信じる心を探しに。うん。世話の焼ける皇帝だ。では皇帝陛下失礼します。 Okay, gut. Also, wir haben einen kleinen Prinzen gefunden, der einen kleinen angeknacksten Knacks hat. Einen angeknacksten Knacks, ja. Und Sven mag ihn scheinbar nicht so gerne. Keine Ahnung, was mit Sven und dem Prinzen hier los ist. Aber egal, wir machen weiter. Und der Große weiß es, also der Prinz selbst. Und er hat ein gebrochenes Herz. Wir müssen etwas unternehmen, und zwar schnell. Wir müssen etwas Glauben für ihn finden. Glauben, mhm. Das ist also die nächste Essenz, die wir kriegen werden. Der Glaube. Geht es um Mirzo oder wird es hier gerade etwas nebelig? Hm. Da hast du gut erkannt, Sven. Wow, das ist ja mal was. Und es wird echt scheitnebelig. Was ist denn auf einmal los?
Ich kann nichts sehen. Wie? Wartet mal kurz. Hä? Da ist irgendjemand. Wer? Ich kann nichts sehen. Shada. Nee, doch nicht. Zombie-Soldaten! お前たちは何者だ。突然我らの目の前に現れるとは。一体何をした。え、そっちこそいきなり。皇帝陛下。いや、待て。この者たちは真実にして現れた謎が解けておらぬ。わからぬことは徹底的に調べる。それがこの防具帝国皇帝ブヒーデンのルールである。よし。 Ich muss ja sagen, möglichst weit komme ich in dieser Folge nicht. Ich mag den Typen, der hat einen coolen Bart. Je länger ich mir eure Lügen anhöre, desto lächerlicher werden sie. Soll ich euch wirklich abnehmen, dass ihr aus der Zukunft seid? Aus der Zukunft? Ist das wirklich wahr, Sven? Ich bin mir nicht einmal sicher, ob ich das selber glaube. Gar kein Zweifel. Du hast doch den erbärmlichen Zustand, in dem sich der Prinz befand, mit eigenen Augen gesehen. Aber der Mann, der jetzt vor euch steht, das ist der ehemalige Kaiser von Schweinfurt. Ehemaliger Kaiser? Erzählt mir mehr. Sprecht, was wird in der Zukunft aus Schweinfurt? Und wer ist dieser Prinz, dem ihr begegnet seid? Er hatte langes, dunkles Haar und blaue Augen. Wenn du schon lügen musst, dann doch bitte so, dass es glaubhaft klingt, Junge. Es gibt keine schwarzen Haare und blaue Augen. Ja, wie? Ich lüge nicht, wir... Willst du mir wirklich erzählen, dass mein jüngerer Sohn eines Tages Kaiser sein wird? Jüngerer? Also hat dieser pampige Prinz noch einen älteren Bruder? Seht her. Und das ist euer Lieblingssohn, Markassin, im Erwachsenenalter. Und das ist der zukünftige Kaiser von Schweinfurt. Das Bild sieht meinem Sohn durchaus ähnlich. Musstest du ihm das wirklich zeigen, Sven? Ich musste etwas tun, sonst hätte er uns nie geglaubt. Markassin wird Kaiser? Aber was ist mit Gascon? Was wird aus ihm? Nun! Ihr habt ihn ja eh nicht richtig gemocht, oder? Er hatte ja nicht das Zeug zu einem Kaiser. Willst du behaupten, dass ich mich nicht um meinen Sohn kümmere? Ich habe Männer für schon weniger in den Kerker werfen lassen. Wollt ihr es leugnen? Aber ganz sicher nicht. Markassin war der einzige Sohn, den ihr je wolltet. Wie kannst du es wagen, so etwas zu behaupten? Frischling. Eure Majestät, etwas Schreckliches ist geschehen. Prinz Gascon und Prinz Markassin... Sie sind hinausgegangen, um sich in Magie zu üben. Aber sie haben die Stadtmauer hinter sich gelassen. Dann lasst sie. Sie sollen sehen, wie sie zurechtkommen. Aber Majestät, denkt an die Gefahren. Und Prinz Markassin ist doch noch so jung. Sie wollen ihnen wirklich nicht helfen, Majestät? Ganz sicher nicht. Sie müssen lernen, die Probleme selbst zu lösen, die sie verursacht haben. So ist es in Schweinfurt Tradition. Ihr lasst eure Kinder wirklich einfach so im Stich? Ruhe! Aber Eure Majestät, Sie sind in Gefahr. Wenn Sie ihnen nicht helfen, dann werden wir es tun. Schaut, wir haben keine Zeit für solche Spirenzchen. Lassen wir den alten Spinner hier im eigenen Saft schmoren und suchen wir diese Kinder. Was hast du gesagt? Wir werden nicht diese Unterhaltung später fortsetzen, okay? Und er lässt uns einfach gehen. Cool. Ich denke ja. So. Ganz klein, dass Sven der andere Sohn von ihm ist. Und wie geht's raus? Wahrscheinlich einfach nur hier geradeaus durchlaufen, oder? Gut, scheinbar sind wir also durch einen Raum-Zeit-Tunnel geflohen und sind jetzt in der Vergangenheit. Okay. Gut. Ich weiß, wo wir sind. Und...
Sonst gibt es auch keinen anderen Ausgang. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Juhu! Hi du, na, wie geht's dir? Ich darf hier rumlaufen. Schweinfurt hat sich nicht wirklich verändert. Obwohl wir jetzt in der Vergangenheit sind. Gibt's hier irgendwo... Na, Nebenquests gibt's keine. Es gibt aber immer noch den Schwarzmarkt. Das ist doch cool. Ich bin gespannt, ob früher die Monster stärker waren. Oder ob sie sich mit der Zeit entwickelt haben. Oder einfach nur alt geworden sind. Kann ja beides sein. Aber so wie ich die Logik eines RPGs sehe, komme ich nicht in ein Gebiet, wo es schwächere Monster gibt als die davor. Also denke ich, dass sie stärker sind. Ein saurer Eisbecher. Juhu. Und ja, ich weiß hier gerade gar nicht so viel zu sagen. Ich muss hier raus. Damit ich, denke ich, weiterreden kann. Oh, hat die nicht ausgeschaut. Ich möchte mal ganz kurz was schauen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich zurückgegangen bin, aber... Das Uhu-Großmütterchen sieht keinen Tag jünger aus. Coole Sache. Da ist eine Schatzruhe. Die nehme ich mit. Zack. Blockadenbrecher habe ich bekommen. Ja, es sind bestimmt auch wieder 300, 400 Gold. Oder Gulden. Die ich mir spare. So, dann auf nach draußen. Ich könnte jetzt fliehen. Also die hätten überhaupt keine... Ja, wie soll ich sagen? Chance, mich aufzuhalten. Beziehungsweise, die wollen mich ja gar nicht aufhalten. Scheiß drauf. Der lügt ihnen hier was vor. Werden zum weiß Gott was angeklagt. Oh, das Schweine. Gar keine so maschinellen Monster, oder? Doch. Trampelsau und den Klirknips gibt's immer noch. So, Lilly. Sag, was du kannst. Du bist nämlich stark gegen die Dinger. Ja, wenn du mal triffst. Oh, oh. Oh, oh. Greif den an. So, allgemeine Abwehr. Esther, bitte heile mich. Wobei, ich gehe mal ganz kurz auf mich drauf zurück. Zauberlinde in der Hand. Erstmal mich. Au. Ja, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Tröpfchens Tränenschleier. Das ist eine spezielle Fähigkeit, die er scheinbar random einsetzt. Wahrscheinlich, wenn die Gruppe in Gefahr ist. Und damit heilt er erstmal mich ein gutes Stück. Und... Oh, hört ihr mal bitte auf. Oh, so, jetzt er. Zack. Er heilt mich erstmal ein ziemlich gutes Stück. Und... gibt mir auch noch einen ziemlich heftigen Verteidigungsboost. Was ich sehe... ist, dass ist er mich ja gar nicht heilen kann. Ich muss ja zuerst mal... Ich gehe erstmal kurz übernachten. Denn sie hat gar keine Mana zum Heilen. Wäre ziemlich blöd ohne Mana. So, komm her. Ich gehe ganz kurz schlafen. Und... Hallo! Ja, das kennen wir schon. 140. Mhm. Ist okay. Das ist akzeptabel. Ich finde es leider ein bisschen schade, dass es an sich nur so wenig Sachen zum Ausrüsten gibt. Also gerade für die Hauptcharaktere. Ich wäre ganz gerne, weiß nicht, vielleicht eine dementsprechende Rüstung, dementsprechende Waffe, irgendwie Handschuhe, Schuhe und so weiter, die mir halt dann dementsprechend die verschiedenen Statuswerte geben. Weil es ist trotzdem, obwohl ich echt gut gelevelt habe, es ist nicht unbedingt einfach zu kämpfen. Es ist, ich sage jetzt mal so, es kann ganz schnell böse ins Auge gehen. So, jetzt holen wir uns, ich glaube, das war ein dunkler Kristall oder dunkler Stein, der hier ist. Oder schwarzer Stein. Schattenstein. Fast. Ich habe fast alle Kombinationen durchgehabt.
gut. Ach nee, ich habe die Sterne ausgeschaltet. Ich denke mir aber fast, dass es irgendwo hier im Norden sein wird. Da können wir jetzt einfach mal hinschauen. Sonst glaube ich fast nicht, dass es irgendwo anders wäre. Ah, lauf nur weg, lauf nur weg, lauf nur weg, laufe weg. Und er hat es geschafft. Oh, okay. Das habe ich nicht gewusst. Cool. Okay. Hier gibt es bestimmt stärkere Monster. Neue Monster auf jeden Fall. Ich habe sie schon mal hier so ein bisschen getroffen, aber... Ja. Sind jetzt nicht unbedingt erwähnenswert. Also ich fand sie ganz cool. So, Lilly macht erstmal das Skelett platt. So, Lilly, mach weiter. Danke. Ach egal, ich habe schon... Ne, es ist nur ein Mondsymbol, also von daher brauche ich es nicht. Wenn es jetzt ein Planetensymbol gewesen wäre, hätte ich es mir definitiv geholt. Weil die Dinger mit Planetensymbolen sind nämlich echt cool. So, und Esther macht wieder richtig gut mit. Das gefällt mir. Ja, seitdem ich sie auf eigenständig gestellt habe und ihr wieder die Überenergie gegeben habe, ist sie doch um einiges besser. In meinen Augen. Das ist wahrscheinlich noch nicht das Endteam, was ich auch haben wollen würde. Ein Schienbeinknochen, okay. Jetzt muss ich nur schauen. Ich muss irgendwie hoch, aber da oben ist auf jeden Fall ein Item. Das möchte ich mir zuerst holen. Ich habe mich so ein bisschen im Internet schlau gemacht, was gute Kreaturen sind, was schlechte Kreaturen sind. Es gibt an sich keine schlechten Kreaturen. Jede Kreatur hat so seine eigenen Stärken und Schwächen. Was man sagen kann, ist, dass die Kreaturen unterschiedlich wachsen. Also sprich, ich habe es ja in der vorletzten Folge, glaube ich, schon angemerkt, wo ich Gabri rausgenommen habe. Gabri ist nicht so stark wie andere Monster. Er kann bestimmt auch fett Schaden machen. Wie geht's hier weiter? Okay. Da geht's also scheinbar nicht weiter. Gabri kann bestimmt auch im Maximallevel wirklich fett Schaden machen. Und du kannst es bestimmt mit Gabri auch durchschaffen. Aber wie gesagt, Lilly war mir einfach deswegen ein Stück lieber. Weil es einfach, ich weiß nicht, erstens ist es eine Katze. Es ist schnurzu süß. Und die Werte werden einfach um einiges besser. Also an sich gibt es schon schlechte Monster. Nein, es gibt keine schlechten Monster. So, ist hier noch irgendwas versteckt? Da ist bestimmt auch irgendwas versteckt. Nö, ist nicht. Da haben wir wohl einen Sprung in die Vergangenheit gemacht. Was muss an diesem seltsamen Nebel liegen? Ja, super. Du hast mir sehr geholfen, Tröpfchen. Ja, dann werde ich weitersuchen. Sie sind auf jeden Fall außerhalb der Stadtmauern. So viele Möglichkeiten gibt es nicht. Das war's, komm. Bisschen Erfahrungspunkte fürs Wenn könnte nicht schaden. So, Lilly! Mach den Trickschädel platt. So, zack. Na komm, weiter. Perfekt. Und Überenike, du kannst dir die... Okay, lass sie, Sven. Ein Funzel, den habe ich noch nicht. Glaube ich. Ich kann jetzt mal gleich schauen, wo meine Textdatei ist. Ah! Okay, meine Textdatei finde ich gerade nicht. Dann lassen wir es gut sein. Muss ich den Funzel leider anders benennen, als ihr das mir gesagt habt. Tut mir leid. Funzel behalten. Alfunz. Funzelchen. Kaff. Ich weiß, wie ich es nenne. So. Kaffunzel.
So, wir haben Karfunzel. Ich will den Karlfunzel nennen. Ne, ich mach Karfunzel. So. Ja, es ist auch schon gesagt worden, ich sollte von jeder, also von jedem Symbol eins im Team haben. Das habe ich eigentlich ganz gut gemacht. Mond, Sonne und Sterne. Sie hat leider... Ich weiß noch nicht genau, was ich bei ihr reinhauen werde. Der ist auf jeden Fall ganz gut zum Verteidigen bei ihr. Wobei ihre Überinike schon echt fett ist. Egal. Wie sieht es denn eigentlich mit seinen Tricks aus? Ich könnte ihn weiterentwickeln. Könnte ich eigentlich machen. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann braucht der einen Sternentropfen. So, Riesensternentropfen. Nein, aber einen Sternentropfen brauche ich. Und er wird zu einem Großprotz. Ebenfalls Gold. Ein bisschen einen anderen Bart kriegt er. Einen goldenen Großprotz. So, die Anzahl der Tricks hat sich geändert natürlich, klar. Und du bist auch bereit zur Evolution, ne? Kannst du noch Tricks lernen? Nee, kannst du nicht. Dann bist du auch mal weiterentwickelt. Auch ein Sterntropfen für dich. Och Gott, ist die süß. Hat zwar ein bisschen arg starke Augenringe, aber... Oh Gott, wie niedlich. Okay, es sieht auch ein bisschen unheimlich aus, aber sie sieht trotzdem süß aus. Basil hat sich weiterentwickelt. Und... Perfekt, oder? Du kannst dich bestimmt auch weiterentwickeln, aber das ist ein bisschen gefährlich, wenn ich ihn jetzt weiterentwickle. Oder? Ah, nein, du kannst eh noch was lernen auf Level 25, von daher warte ich das noch ab. Denn wenn man alle Tricks erlernt, dann nehmen sie die natürlich mit ins nächste Level. Und das ist praktischer, sehr viel praktischer. Ich weiß jetzt leider immer noch nicht genau. Ich schaue jetzt einfach mal zum Strand runter. Na, da geht's nicht durch. Das ist ein bisschen problematisch, wenn man nicht weiß, wo man laufen kann und wo nicht. So, das Item hole ich mir. Hallo, du Rappelsau. So, einmal das hier, ein Brocken Rohstahl. Nett. Damit können wir bestimmt bald irgendwas herstellen. Esther, warum bist du so weit hinten? So, die laufen alle weg von mir, die haben definitiv Angst. Ah, die Rappelsau sieht mich von ewig weit. Und es ist übrigens die ganze Zeit Nacht, es wird gar nicht mehr Tag. Bisschen trostlos. Die Musik passt dazu nicht. Also nichts gegen die Musik. Ich finde die Musik spitze in diesem Spiel. Aber wenn es Nacht ist, dann würde ich doch etwas düstere Musik haben. So, ein Weckersiele. Ich habe keine Ahnung, wo die sein könnten. Ne? Echt keine Ahnung. Ja, lauft alle weg. Ich könnte mal hier schauen. Das sieht für mich so aus, als ob es da so einen kleinen Gang geben würde. Aber hier komme ich nicht weiter, ne? Ja, hier komme ich schon wieder nicht weiter. Ist das nicht wunderschön? Also die Rappelsäue zum Ausweichen, das ist sehr einfach. Sehr, sehr, sehr einfach. Auch das ist falsch. Ist es vielleicht... Ich habe keine Ahnung.
ist hier. Oh! Okay. Ich habe nicht gewusst, dass man da reingehen kann. Auf in das nächste epische Fight Battle. Gegen? Ein Erdoger. Ich sehe leider nicht, was für eine. Was für ein Attribut er hat. Aber meine Lilie ist stark. Das ist okay. Dann ist alles egal. Zack. 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 Einfach weiter draufhauen. Der ist echt schwach. Bam. Tot. Und scheinbar ist Olli ein Level abgekommen und ich bin gegen das Mikro gekommen. Gegen diese Viecher kämpfe ich gerne öfter. So. Basil ist gleich mal auf Stufe 8 gekommen. Puh, verdammt, das war knapp. Nicht wirklich. Seid ihr in Ordnung? Ihr seid die beiden Prinzen, oder? Euer Vater ist doch der Kaiser. Ja. Mein Name ist Makassin. Schweig, Duna. Wir können doch nicht jedem erzählen, wer wir sind. Oh, also wird uns dein Bruder nicht seinen Namen nennen? Lasst mich in Ruhe. Wir sollen dich in Ruhe lassen? Dir ist schon klar, dass wir hergekommen sind, um euch zu retten, nachdem ihr stiften gegangen seid, oder? Egal, es hat doch keiner darum gebeten. Wir haben uns in Magie geübt, bis ihr euch eingemischt habt, jedenfalls. Gascon, ich habe Hunger. Was? Schon? Nun, ich denke, wir besorgen dir wohl besser etwas zu essen. Kommt schon, Leute. Wie? Hey, ihr schafft es alleine nie nach Schweinfurt zurück. Wir begleiten euch besser. Uns begleiten? Ja, keine Sorge, ihr könnt uns später danken. Gut. Die gefallen mir. Die sind cool. So, kann ich da nochmal rein? Nee, kann ich nicht. Dann auf nach Schweinfurt. Da ist wieder irgendwas. Cool. Also ich gehe einfach nur mal diese ganzen Tunnel ab und da sind immer Items drin. Das ist geil. So, auf nach Schweinfurt. Und ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt direkt gleich zum Schloss müssen. Wahrscheinlich. Ich werde jetzt dann direkt auf den schnellsten Wege, was hier in Schweinfurt irgendwie nicht möglich ist, zum Schloss gehen. Und dann mal kurz gucken. Okay. Ja, wir sind schon relativ weit gekommen. Also gut, wir haben den Kaiser, wir sind durch die Zeit gereist, wir haben den Kaiser getroffen, haben dem ein bisschen was vorgelogen, in seinen Augen. Haben die zwei Prinzen gerettet, sind wieder zurückgegangen und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Schloss. Und mal gucken, eine Minute haben wir noch, also ich möchte heute nicht großartig weiter als 30 Minuten spielen. Besonders das ganze Zeug muss noch gerendert werden und heute hochgeladen werden, denn heute ist Samstag. Genau. Die Folge wird gleich heute freigeschaltet. Lars steht immer noch hinter uns her. Aber wir müssen doch dem Kaiser berichten, dass wir euch gewonnen haben. Hä? Ihr wollt meinen Vater sprechen? Wie? Ich frage mich, was ihr von ihm wollt. Ach, eigentlich ist es mir egal. Tschüss. Warte mal eine Minute, Mann. Wir haben uns euch doch gerettet. Willst du uns nicht danken oder so? Danken? Ihr solltet uns dafür danken, dass wir euch nach Schweinfurt eskortiert haben. Verflixt ist der kleine Vorlaut. Ich habe sowas noch nicht erlebt, Mann. Klein? Ich bin nicht klein. Ich habe einen Namen. Gascon. Prinz Gascon für dich. Sprich mich gefälligst mit vollem Titel an, falls wir uns je wiedersehen. Jetzt komm, Makassin.
Na gut. Okay. Wo verhält er sich eigentlich? Verflixt noch eins. Der treibt mich noch zur Weißglut. Die zwei Prinzen heißen also Gascon und Marcassin. Irgendetwas mit Prinz ist mit Prinz Gascon. Hm, was denn? Es kommt mir so vor, als ob ich ihn schon mal gesehen hätte. Aber das bilde ich mir wahrscheinlich nur ein. Oh, ganz bestimmt. Das ist zweifellos nur deine Einbildung. Ja. Und jetzt hört auf, Zeit mit so einem Unsinn zu vergeuden. Wir müssen weiter. Ja, meine Vermutung, dass Sven Gascon ist, wird immer stärker. Ich bewundere deine Einstellung. Nicht jedes Kind würde es wagen, einem Kaiser die Stirn zu bieten. Es tut mir leid, Eure Majestät, aber da gibt es etwas, was wir tun müssen. In der Tat. Und doch sind deine magischen Fähigkeiten wirklich herausragend. Ich sehe jetzt ein, dass ich niemals an dir hätte zweifeln dürfen. Ah, das ging einfach. Du verstehst sicher, dass ich meine Güte, hör auf zu klingeln! So, dass ich ein derartiges magisches Talent... Hör auf zu klingeln! So! Dass ich ein derartig magisches Talent nur ungern ziehen lasse... Hörst du auf zu klingeln! Dass ich ein derart magisches Talent nur ungern ziehen lasse... Bist du sicher, dass ich dich nicht überzeugen kann, Marcassin Magie zu lehren? Hehe, genauso dickköpfig, wie ich in der Erinnerung hatte. Hm? Was hast du gesagt? Es tut mir leid, Majestät, aber wir müssen zurück in unsere Zeit. Aber wir wissen nicht, wie. Ihr wollt zurück in eure Zeit? In die Zukunft? Nun, der Zauber Zeitsprung wäre dafür natürlich ideal geeignet. Zeitsprung? Ein legendärer Zauber, der es den Zauberer erlaubt, eine Reise durch die Zeit zu unternehmen. Aber er lag ob seiner Macht lange hinter Siegeln. Mensch, klingt, als wäre genau das Richtige. Als wäre das genau das Richtige. So, jetzt. Ich frage mich, ob es einen Weg gibt, an diesen Zeitsprungzauber ranzukommen. Ich habe von deiner neuen Regel gehört. Warum kann ich nicht mal mit Marcassin losziehen, um ihm dabei helfen, sich in Magie zu üben? Ehrlich, Gascon. Wir wissen beide, dass du nicht einen Funken Magie im Leib hast. Marcassin ist dazu bestimmt, ein Weiser zu werden. Er kann nichts von dir lernen. Das ist nicht wahr. Ich werde Marcassin Magie lernen. Ich werde ihm helfen, ein Weiser zu werden. Du wirst schon sehen. Er braucht deine Hilfe nicht. Du solltest deine Zeit besser darauf verschwenden, dir eine andere Rolle zu überlegen, die du im Reich übernehmen kannst. Von was für einer Rolle redest du denn? Muss ich dir denn alles erklären? Du musst deine eigenen Antworten auf solche Fragen finden. So ist es in Schweinfurt Tradition. Na gut, komm, Marcassin. Gehen wir und üben uns in Magie. Okay. Es tut mir leid, dass ihr das mit ansehen musstet. Ihr wart gerade dabei, vom Zeitsprung zu sprechen, Eure Majestät. Ja, als Belohnung dafür, dass ihr meine Söhne gerettet habt, werde ich euch aus dem Sagenschatz von Schweinfurt erzählen. Es heißt, der Zauber, der Zeitreisen ermöglicht, liege auf dem Pfad der Gräber verborgen. Ebenso wie der Zauberstab, der benötigt wird, um ihn zu wirken. Pfad der Gräber? Das gefällt mir aber gar nicht. Der Pfad der Gräber windet sich nordwestlich von hier. Durch ein trostloses Tal an seinem Ende steht ein uralter Altar aus dem Zeitalter der Weisen. Dort werdet ihr den legendären Zauberstab Morgenstern finden. Morgenstern? Erweise dich würdig, diesen Zauberstab zu führen. Dann wirst du sicherlich für bereit erachtet werden, Zeitsprung zu wirken. Sei dir allerdings bewusst, dass du Zeitsprung nur einmal in deinem Leben benutzen kannst. Wenn du in die Zukunft zurückkehrst, wirst du nicht wieder in diese Zeit reisen können. Verstehst du das? Ja, Eure Majestät. Wir verstehen das. Und wir werden uns Morgenstern holen und zurück in unsere Zeit reisen. Dein Eifer ist bewundernswert, aber Vorsicht. Der Pfad der Gräber ist Heimat vieler böser Geister. Nimm diesen Zauber und halte mit seiner Hilfe die Dämonen im Zaum. Lichtpfeil, okay? Das werden wir. Danke sehr, Eure Majestät. Gut, jetzt haben wir einen Lichtzauber. Aber Leute, wir wissen ja schon, wo der Pfad der Gräber ist. Da waren wir ja vorher schon. Und hihi. Komm, ich will ihn wieder umschubsen. Donk, donk, komm. Ja, Treffer. So, okay. Leute, das war's erstmal mit Let's Play Ni no Kuni für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch einen kleinen Kommentar. Die freuen mich immer am meisten. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.